Servus und willkommen zum neuen Part von Let's Play Pokémon Platin. Im letzten Part haben wir alle kompletten Trainer besiegt. Wir machen jetzt erstmal nochmal den Drachen auf Erdbeben wieder fit. Die wir da sehr häufig brauchen, die Attacke. Nun dein Herausforderer. Es gibt nicht viele Trainer, die schaffen, mich herauszufordern. Die meisten hatten nicht den Hauch einer Chance. Ich kam nicht mal ins Schwitzen. Ich bin Arenaleiter Volkner. Man sagt, ich wäre der beste Arenaleiter in ganz Sinnoh. Aber genug. Lass uns die Sache einfach hinter uns bringen. Hoffentlich bist du Trainer, der sich eines Duells mit mir als würdig erweist. Leiter Volkner. Blitzer ist auch schon mal ein guter Start. Könnte ja jetzt schon One-KO-Festival werden. Blitzer, Lustra, Raichu, Elevoltec. Passt, ich kenne sein Team noch auswendig. Elevoltec könnte gefährlich werden. Die ersten kamen wohl nicht mal am Blitzer vorbei. Da haut jetzt schon sein Ass raus. Das sagt viel aus. Aber hey, wenn er jetzt schon seinen Ass knallt. Oder Raichu ist sein Ass. Nee, Elevoltec war sein Ass. Hier ist die, meine Trumpfkarte. Hilft ihm auch nicht weiter. Das war ein One-Hit-Fest. Da könnte man eigentlich mal Wettbewerbe machen. Schluss kochen und Wettbewerbe machen. Das habe ich aber noch nicht gezeigt. Weil wir nebenbei mal Volker Wonnet geklatscht haben. Du hast mich besiegt. Der Wille und der harme Kampf, die deiner Pokémon. Ich war von dem Kampf ganz begeistert. Es war ein sehr guter Kampf. Sechs Riesen, hey, es war ein One-Hit-Fest. Es war der aufregendste Kampf seit, ich weiß nicht mehr wann. So wie du und dein Team kämpfen. Ihr habt schon eine tolle Zukunft vor euch. Ihr könnt es tatsächlich sehr weit bringen. Hier ist dein Achterhorn. Du hast ihn dir redlich verdient. Mit dem Lichtorden kannst du nun die versteckte Maschine Kaskade verwenden, wenn du nicht kämpfst. Kaskade ist insbesondere in der Pokémon-Liga von größter Bedeutung. Da dir alle 8 Orden verliehen wurden, gehorcht dir jegliches Level ohne Pokémon, ohne Level ohne Ausnahme. Außerdem nimmst du das hier. Müsste Ladestrahl sein. Der Attacke Ladestrahl ist keine Spezialangriff erhöht und ist spannungsgeladen. Logischerweise sagt der Name. Haha. So, Dala. Ich habe mich ja lange vor der Liga aufgeschoben, aber wie sagt man so schön, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Unser Affe macht sich heute zum Affen. Jetzt aber raus hier. Erstmal die VM holen. Dann noch was im Fanclub einsacken. Und dann macht sich dafür zum Affen. Hey Chris! Hey, was sehe ich denn da? Du hast dir einfach alle 8 Orden aus der Sinnoh-Region geholt? Boah, du! Das ist total abgefahren, ich bin ganz neidisch! Aber du hast allein nicht gewonnen! Weißt du warum? Weil ich nämlich das stärkste Trainer überhaupt sein werde! Glaubst du mir nicht? Ist aber so! So habe ich immer geträumt, eines Tages mein Papa zu sein. Aber jetzt sehen die Dinge anders. Damit du nachdenken darfst, was heißt ein Trainer zu sein. Und darüber, was Pokémon sind. Schritt für Schritt werden wir immer zäher werden.
Für den Moment werde ich dich nicht zum Kampf auffordern. Ich gestehe es nicht gern ein, aber du bist stärker als ich. Nicht viel stärker, aber es reicht. Und wenn ihr Tüpfelchen stärker. Ach, noch nicht mal. Was will ich sagen? Dass ich mir das alle eingehaut habe. Also beeil dich zum Pokémon-Liga zu kommen. Dann siehst du von mir nur noch von Netzstreifen. War das ein Freund von dir? Ich finde es schön zu sehen, wenn Leute sich mögen. Das macht mich ganz glücklich. Um es nicht schön zu sein, einen guten Freund zu haben. Jemanden, mit dem man alles, wirklich alles teilen kann. Jemanden, an dem man sich setzen kann, ohne dass man sich streitet. Irgendwie wird mir warm, wenn ich euch beide sehe. Vielleicht findest du es ja seltsam, aber ich möchte dir dies geben. Zum Dank. Das war nicht viel, aber... Gacha! Auf einem 7 haben wir diese versteckte Maschine, sie enthält Kaskade. Findest du sie, kommst du in die Pokémon-Liga. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Viel Glück! Joa, das hat aber noch Zeit. Erstmal... Es ist soweit. Der Affe macht sich zum Affen. Haben wir lange rausgezögert. Sehr lange. Was sagt überhaupt der Move-Pool? Nein. Nein. Aber wir probieren es trotzdem mal ohne. Ich hatte es lange rausgezögert. Willkommen in der Wettbewerbshalle. Kann ich dir helfen, einen Wettbewerb eintragen? Eintragen? Normal? Willst du? Ich will Schönheit. Welches Pokémon soll daran teilnehmen? Gut, dein Pokémon wurde für diesen Wettbewerb eingetragen. Dein Nummer lautet 4. Wettbewerb wird gleich beginnen, hier entlang bitte. Erstmal Smoking, hier entlang, viel Glück. Gleich fängt der Wettbewerb an, der Normalklasse Pokémon Schönheitswettbewerb. Mein Name lautet Dexter, ich bin MC, einer der Juroren. Die Ergebnisse werden am Ende bekannt gegeben, also lauft mir nicht weg. Und hier sind unsere Teilnehmer. Nummer 1 ist Maike. Nummer 2, Melanie. Applaus für Nummer 3, Kim. Und schließlich Nummer 4, Chris. Als erstes muss die Garderobe stimmen, damit wir zur Bewertung kommen. Schickt eure Pokémon für... Schmückt eure Pokémon für einen Model-Wettstreit. Beim Model-Wettstreit muss dein Pokémon aussehen eben... Den Teil in der Bühne vorzubereiten, das 60 Sekunden Pokémon und Accessoires zu schmücken. Und zum Beispiel gibt es mehr Punkte. Heute lautet Farbenfrode. Ich habe 60 Sekunden, da 5 Accessoires verwenden. Vielen Dank für eure Geduld. Jetzt beginnt der Modewettstreit. Nummer 1, Michael. Wettbewerb mit Pünktchen. Pünktchen ist ein
Spindelchen. Nummer 2 ist Melanie mit Hörnchen. Kim ist mit Kitty. Alter. Und 4 Christian, Panferno ins Rennen. Wird der Tanzwettstreit. Tanzwettstreit wird gleich beginnen. Können die Nebentänzer das Schritt des Haupttänzer folgen? Finden wir es heraus. So, dann ist der Weg Spaßwings auch vorbei. Der Tanzwettstreit ist beendet. Im Moment führt Chris. Kann jemand den Aktionswettstreit aufholen? Ich hoffe nicht. Zeit für den Aktionswettstreit. Attacken, die Schönheit darstellen. Das ist die niedrige Spannung, bist du mehr Punkte. Haha. Tja. Ach so, schön Zauberblatt. Kann man mal machen. Tja, einer geht immer leer aus.
Tja. Elebetsch. Ganz sicher, nach dem Wettbewerb werde ich den Part beenden. Je weniger Spannung, desto mehr Punkte. Keiner konnte auf Vollmaximum gehen. Das haben sie im Vergleich zur dritten geändert. Und hier die, ja. Erschreckenfunktion, glaube ich, haben sie raus. So, Bewertungen wurden abgegeben. Das war's, Leute. Wettbewerb ist abgeschlossen. Welches Pokémon bitte? Hier sind die Ergebnisse. Kategorien. Erstmal Mo. Also Mode haben wir schon mal dominiert. Kämpfen kann es, von Kleidung versteht's was. Und seine Attacken zum Zappeln hernehmen kann es auch. Und man hat Nummer 4, Chris und Panferno. Herzlichen Glückwunsch, der Gewinner ist Panferno von Chris. Und hier das Preisband der Schönheit. Wir freuen uns auf deine nächste Teilnahme. Ich mich nicht, weil ich glaube, war der einzige im Let's Play. Herzlichen Glückwunsch, ist dein Preis eine Blauspange. Oh, komm, wir machen. Das war's. Danke fürs Mitmachen. So, da, da. Genau hier werde ich den Part beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann sag ich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!